Hi Leute, das ist Sano hier. Wer länger bei mir ist, der weiß, dass ich die eiserne Lunge, das exotische LMG, dass ich das richtig abfeiere und das eins meiner Lieblingswaffen im ganzen Spiel ist. Und dass die Waffe aber so ein paar Probleme hat. Ne? Und ich habe eine Umbra-Build-Variante gebastelt, die die Schwächen sehr gut ausmerzt und richtig Spaß macht zu spielen. Jetzt in der Season 1 im Jahr 6 gibt es so ein paar neue Items, die hinzugekommen sind. Und ich dachte mir, komm, versuchst du da auch noch mal ein bisschen was zu basteln. Und habe was rausgefunden, was richtig Spaß macht für die eiserne Lunge auch. Und welches auch die kompletten Nachteile der eiserne Lunge komplett negiert. Sogar noch besser als in dem Umbra-Bild. Es spielt sich ein bisschen anders, natürlich, aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit.
So, gehen wir auch direkt mal darauf ein. Und ihr habt es im Gameplay vielleicht gesehen. Ich habe versucht, die Eiserne Lunge mit dem neuen Gear kombiniert mit dem Ninja Bike so zu basteln, dass ihr extrem geiles Waffenhandling habt, dass ihr die kompletten Nachteile quasi der Eisernen Lunge damit komplett unter Kontrolle bringt. Und wie das Ganze ausschaut, das seht ihr jetzt. Weil wir haben wirklich 140 Schuss in der Eisernen Lunge drin. Ihr wisst, die hat Standard 85, in meinem Umbra-Bild hat sie 127 und jetzt sind wir bei 140 in der Variante und sind halt ein bisschen, ja, sogar noch ein bisschen flexibler, dadurch, dass wir ja, so viele rote Waffenkerne haben, wir sogar zwei blaue Kerne haben und sogar drei Fertigkeiten-Ränge, wodurch das Spielen mit, ja, eventuell hier mit Drohne und Geschütz das Ganze natürlich noch mal deutlich besser macht. Ne? So, auf jeden Fall gehen wir erstmal zur Spezi und hier habe ich klar den Richtschützen gewählt, alleine, weil, ne, ihr habt gesagt, wir wollen ein bisschen, wir wollen LMG spielen, wir wollen die Lunge spielen. Und wir möchten schauen, dass wir genug Waffenhandling haben. Das haben wir natürlich hier über den Richtschützen. Wir haben eine erhöhte Feuerrate nach einem Kill. Wir haben das 10% Waffenhandling, wenn wir uns nicht bewegen. Was uns halt natürlich ja, zugutekommt, wenn wir uns in Deckung befinden. So, gehen wir auf das Bild ein. Die Eiserne Lunge, alle die sie nicht kennen, für mich persönlich eins der besten Exotics im Spiel. Das stärkste LMG im Spiel tatsächlich. Einfach eine geile Waffe. Was kann sie? Sie hat das Talent Inbrunst, schießen, heizt die Waffe auf und füllt die Hitzeanzeige. Die Anzeige entspricht 50% der Standardmagazingröße der Waffe. Wenn die Anzeige voll ist, verbrennen die Geschosse getroffene Gegner. Wenn nicht geschossen wird, verringert sich die Anzeige kontinuierlich. Nach Land oder einem Waffenwechsel leert die Anzeige völlig. Heißt, ihr ballert und irgendwann ist die Waffe heiß genug und dann verbrennt sie Gegner. Dadurch macht ihr nochmal Brandschaden am Gegner, setzt einen Statuseffekt drauf. Und habt natürlich eine sehr geile Crowd-Control, weil wer brennt, der schießt nicht zurück und ja, kann euch nichts antun. Das ist nice. Als Zweitwaffe, und da müssen wir auch noch drüber reden, da zeige ich euch in einem anderen Bild und in einem anderen Video nochmal genau, was da abgeht. Wie festgeklebt ist für mich mit die beste Waffe in der ganzen Season. Es ist unfassbar, wie geil das Talent ist, dreist. Und wie geil die Super 90 mit dem perfekten Talent harmoniert. Es ist der Hammer. Die macht einfach einen Damage, das ist unfassbar. Gehen wir aufs Bild ein. Seht ihr, wir haben den Ninja Bike Rucksack. Der Ninja Bike setzt bei jedem Teil, das wir tragen, noch eins drauf. Ne, heißt, ihr tragt einen Teil, würdet Bonus 1 bekommen. Jetzt hier gehen wir mal auf die Brazos Maske. Seht, dass wir mit einem Teil 10% Fertigkeiten Tempo bekommen würden. Durch den Ninja Bike bekommen wir aber auch den Zweiteile-Bonus. Dadurch, dass wir zwei Brazos tragen, bekommen wir den Dreiteile-Bonus. Ne, also drei zum Preis von zwei. Das macht der Ninja Bike. Maske habt ihr schon gesehen. Hier hätte ich halt gerne eine richtig rote, aber ich hatte kein Glück. Dann würde ich den blauen Kern noch austauschen, obwohl er jetzt nicht so verkehrt ist. Aber bei dem Bild wäre es tatsächlich besser. Also entweder gelb oder halt Waffenschaden. Ne, da komplett offensiv gerollt mit Crit-Chance und Crit-Schaden. Gehen wir zum zweiten Teil Brazos und das ist der Picaro-Holster, der benannte. Den kann man nur entweder auf Fertigkeitenrang oder auf dem Rüstungskern rollen. Dort Chance auf Crit drauf gemacht und Waffenschaden, also einen Waffenschaden-Kern als Attribut hat er automatisch. Dadurch haben wir, wie gesagt, die zwei Teile plus den Ninja-Bike haben wir die 50% Magazingröße, welches das erste Bauteil ist. Dann kommen wir zu dem neuen Set und zwar dem Zwiadowska SPSU. Hoffe, das hat es richtig ausgesprochen. Das ist ein neues Brandset, was hinzugekommen ist. Das gibt uns bei einem Teil 15% Magazingröße, die wir wollen. Den Gewehrschaden, den ignorieren wir jetzt. Bei drei Teilen bekommen wir nochmal 30% Waffenhandling. So, den natürlich auch auf komplett rot gerollt, Chance und Schaden durch. Und dann kommen wir zu den Handschuhen. Das sind die neuen benannten Handschuhe, auch von Zwiadowska. Das sind die Adlerkrallen. Die haben Waffenhandling drauf als eigenständiges Attribut mit 15%. Ne, die heben uns dann schlussendlich, rechnen wir gleich aber nochmal durch, auf 105% Waffenhandling. 12% Schaden durch habe ich draufgewürfelt, weil die Crit-Chance ganz gut ist jetzt.
mittlerweile. Und kommen wir zum letzten Teil. Das ist einmal Petrov Defense, die Bad-Metizia-Weste. Das ist eine benannte Weste, die lässt sich nur craften. Die bekommt ihr über die Richtschützen-Spezialisierung, wenn ihr diesen den Fortschritt macht. Und ich zeig's euch. Bislang Fortschritt lange nicht gemacht. Wo ist er? Hier, die Felduntersuchung. Felduntersuchung Richtschütze. Und dann, ja. Genau. Wenn ihr die macht, bekommt ihr die Blaupause für die Bad-Metizia und könnt sie dann craften. Was sie kann, das zeige ich euch gleich. Hier auch die Slipen, ja auch sehr, sehr geil. Bekommt ihr auch nur hier. Ja, was kann das gute Ding? Wie gesagt, abgesehen davon, dass es ein absolutes LMG-Brandset ist, bekommen wir über den Ninja-Bike die 10% LMG-Schaden und 15% Waffen-Handling. Und haben halt hier, ich habe die komplett auf Chance und Schaden durchgerollt. Da kannst du dann, dass ihr ein paar Anläufe braucht. Und es hat das Talent perfekt geduckt. Während sie in Deckung sind, gewinnen sie 50% Waffenhandling. Und jetzt rechnen wir das Ganze mal durch. 50 plus die 15 hier sind wir bei 65. 75 über die Spezialisierung, ne, da bekommen wir auch 10%. 75, dann haben wir hier 105. Übers Waffenhandling, über den Dreierbonus von Sierdowka und haben dann nochmal 15, also wir haben 120% Waffenhandling. So, noch mehr, als ich eben gerechnet hatte. Da habe ich wieder, bin ich jetzt richtig? Ja. 15, 45. Ja, stimmt. Was den ganzen Kram? Ja, na klar. Natürlich. 120% Waffenhandling. Und Waffenhandling, ihr wisst ja, unter Waffenhandling fällt alles. Präzision. Stabilität, Nachladetempo, Waffenwechsel, alles was dazugehört, fällt unter Waffenhandling und wird natürlich dadurch extrem geboostet. Ne? So, durch die Attributsverteilung haben wir auch drei Fertigkeitenringe. Wir hatten es ja schon anfangs erwähnt und das ist natürlich ganz nice. Das heißt, die Skills sind nicht ganz so hilflos, wenn wir sie droppen. Und in dem Bild, da ihr euch in Deckung aufhalten solltet, damit perfekt geduckt auch wirklich wirkt, natürlich Drohne und Geschütz eine sehr, sehr gute Variante. Ja, also ihr könnt auch da nehmen, was auch immer ihr wollt. Passt halt so super rein, weil uns ein paar Multiplikatoren für den Damage natürlich fehlen. Dadurch, dass wir hier nur auf Waffenhandling und auf Magazingröße gegangen sind. So, in dem Fall aber seht ihr, dass wir hier in der Eisernen Lunge 140 Schuss im Magazin haben. Was halt absolut geisteskrank ist. Richtig nice. Wenn ihr dann eine andere Waffe nehmt, hier ein anderes LMG, die GR9 zum Beispiel, die hat dann 330 Schuss. Und das ohne die große Munitionstasche. Also da geht einiges, ne? Ihr seid nicht an die Lunge gebunden. Natürlich könnt ihr das andere LMG, könnt ihr auch ausprobieren. Aber die Lunge ist halt hier, finde ich für mich persönlich in dem Bild hier best in Slot. So, selbst die, wie festgeklebt hat, 13 Schuss für eine Super 90. Kann man auf jeden Fall machen. So, die Werte, die zeige ich euch hier. Wir haben 52% Chance auf Crit, 111,7 Schaden durch. Das bleibt natürlich ein bisschen weniger als in anderen Builds, aber dafür haben wir mehr Komfort mit drin. 105% Kopfschussschaden. Restlichen Kram seht ihr hier. Das hier stimmt nicht ganz, wird nicht alles angezeigt. 60% Waffenhandling haben wir nicht, wir haben eine doppelte. 20% Kapazität Munition ist auch falsch. Da haben wir auch mehr. Weißt du, warum die Anzeige gerade buggt? So, eigentlich braucht man nicht runtergehen, aber wenn wir schon hier sind, ne? Ihr seht, 85 Schuss normal. Wir laden mal kurz nach. Rucki zucki, geht schnell bei 120%. Haben wir 140 und das Ding, die verzieht halt keinen Meter, gell? Also es ist echt krass. Durch das Waffenhandling kann man auch dann richtig nice sich auf die Schwachstellen konzentrieren, zum Beispiel, wenn man die richtig gut trifft, so. Ja, absolut nices Ding. Also wer auf Waffenhandling steht und die Eiserne Lunge mag und die einfach mal mit ein bisschen mehr Munition spielen will, der sei herzlich willkommen, das Bild auszuprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.